Herzlich willkommen hier im Stadium Australia. Wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute eine Partie vom ersten Spieltag des FIFA World Cups. Sambia gegen Japan. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Jetzt geht's also los. Dieses FIFA World Cup Gruppenspiel, der erste Spielabschnitt. Guter Angriff jetzt. Sie kommen. Sie wirken da sehr druckvoll. Abwehr muss aufpassen. Das könnte die Gelegenheit geben. Tor Nummer 1 in diesem Spiel. Da ist es. Da hat sie es geschafft. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Grace Chanda. Und da hat sie Unterstützung. Gefährliche Szene. Ja, natürlich eine gute Parade. Ecke kommt kurz. Chance zum Tor. Und da schlagen sie schon wieder zu. Doppelschlag. Zwei Tore beträgt die Führung nun. Steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Shimizu. Risa Shimizu. Yui Hasegawa. Super Aktion. Sie lässt sie einfach stehen. Nur noch mit einem Tor sind sie hier hinten. Sie macht das Tor, sorgt hier wieder für jede Menge Hoffnung und man spürt, da geht noch was. 2-1. Hier ist noch alles drin. Grace Chanda. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Gefährlich. Volley genommen. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. Ja. 3-1 heißt es also jetzt. Yuen Endo. Und jetzt die Ecke. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Jetzt kommt die Ecke. Stark gearbeitet. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Shimizu. Sie haben geklärt. Und die Gelegenheit. Das muss es sein. Drin ist er. Tor. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Sie
Sie hält den Ball jetzt erstmal. Avarine Katongo. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Sie versuchen es. Das macht sie ganz souverän und hält diesen Ball. Ecke kommt in die Mitte. Ball ist erstmal wieder raus. Das ist die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Kurze Ecke. Margaret Belemu. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Jetzt geht dieses Gruppenspiel beim FIFA World Cup weiter. Wir freuen uns auf die zweite Hälfte. Ja, man merkt, die verfallen hier nicht in Hektik auf der Suche nach dem Ausgleich. Endo, der ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind wieder zurückgekommen in dieses Spiel. Eine rassige Partie, viele Tore um Szenen, unglaublich gut zu gucken. Chiomara Mapepa. Grace Chanda. Gut verteidigt. Das könnte was werden. Sie versucht es. Sie sind vorne. Ungläubig. Schauen Sie auf die Anzeigetafel. Nach diesem Rückstand sind Sie wieder da. Beeindruckend. 7 Tore insgesamt. 4:3 der Spielstand. Agnes Musase. Lushomo Mvemba. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Klasse, den Ball zurückgeholt. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Chanda! Das war schon ihr drittes Tor. Das ist eine Spitzenleistung. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Yui Hasegawa. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Aber dann verlieren Sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Avarine Katongo. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Chiomara Mapepa. Chitundu. Stark gemacht und damit bringt sie sie hier wieder in Führung. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Avarine Katongo. Die Chance jetzt. Und da schlagen sie schon wieder zu. Doppelschlag, 2 Tore beträgt die Führung nun.
Du darfst hier eigentlich keine Sekunde verpassen, sonst verpasst du ein Tor. Zwischenstand jetzt 6:4. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. 3 Minuten sind es noch. Da kommt der Pass. Flanke kommt rein. Und mit dem Volley macht sie dieses Tor. Sie liegen deutlich vorn. Schlusspfiff in diesem Spiel beim FIFA World Cup. Sie holen sich hier also den Sieg. Kurz deine Analyse, Buschi. Sie haben das heute super gemacht, waren perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren.